Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enter the Gungeon. Kleinen Moment bitte. Ich habe aus Versehen was Falsches gedrückt. Bleh. Wir spielen heute als The Hunter, meine Lieblingsklasse. Und wir schauen mal, wir haben 5 Credits. Ob es was Interessantes im Store gibt. Box. Box. Box und Box. Mailbox. Okay, nichts weiter Interessantes. Und wir können uns mal diese Tonikums-Geschichten hier anschauen. Monster Blood unlocked. Okay. Sagt uns jetzt aber vermutlich noch nichts Neues hier. Okay, und dann sprinten wir doch in den Gungeon. Boah, das ist irgendwie saufies. Ich hab diesen coolen, wie heißen die Teile? Weberli-Kuchen? So heißen die zumindest bei uns. Nicht komplett gegessen und jetzt chillt er da so halb aufgegessen vor mir rum. Und ich könnte den eigentlich essen. Ah. Oh, wie böse. Wenn ihr zwischendurch ein Om Nom Nom hört, wisst ihr Bescheid. Dann konnte ich mich nicht mehr beherrschen und musste den Kuchen essen. Und jetzt habe ich irgendwie einen Ohrwurm von diesem Nicolas Cage You Want That Cake verarschen Video vor meinem inneren Auge. Ich glaube zumindest, es war Nicolas Cage. Ich kann mich da auch täuschen. Okay, dann erstmal ganz souverän diesen Secret Room geöffnet. In die Katabloppen. Vogel. Uup. Daneben. Erledigt, erledigt und erledigt. Ebenfalls alle erledigt. Corgi, sei so freundlich und grabe mir doch noch einen Schlüssel aus. Wupp. Pro. Das war ja dann nicht die Option, die ich mir erhofft hatte. Es sei denn, dass es gibt die Cutscenes. Ein weiterer Raum abgeschlossen. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass es da rechts noch ein ganzes Stück weitergeht. Wir haben außerdem noch keine einzige unserer Truhen gefunden, wie mir gerade auffällt. Der Timer oben links kommt von der Speedrun-Option in den Optionen. Hab ich reingenommen, um. Nope. Gosh dang it. Hoffentlich automatisch die ganzen Cutscenes zu überspringen. Das war eigentlich nicht der Gegner, den ich töten wollte. Das war der. Irgendwo scheint noch was zu leben. Nur wo? Ah, da unten. Letzter Block. So. Jetzt aber. Wir haben da jemanden mit einem Face. Wer ist denn der jemand mit dem Face? Ah, das sind die mit dem Face. Okay. Das sind die, die healen. Und zumindest hoffentlich. Dann heben wir uns das doch mal auf. Checken wir mal hier. Okay. Ich tippe mal, das waren alle. Ja, die Türen sind jedenfalls wieder offen. Bonk, bonk. Nice. Und deswegen habe ich den Heal noch nicht angenommen. Überall Türen. Tische. Türen. Voll dran vorbei. Okay. Das waren alle. Truhe. Grüne Truhe. Okay.
Da fühle ich mich ja jetzt schon mal nicht so mies. Okay, rollen wir einmal hier überall durch. Blob. Okay, alle erwischt. Zack. Und zack. Geld zu mir. Ich finde Geld nämlich eigentlich ganz cool. The Silencer für 45 Key. Ich würde den Silencer ja gerne nehmen. Aber es wird wohl doch erstmal der Key werden. Gut, einmal hier rüber. Mal schauen, was wir noch so alles Hübsches finden. Blob. Und blob. Und eine mistige Truhe. Es ist Junk. Okay, damit sind wir hier soweit durch. Dann Boss Ahoy. Der mal wieder. Okay, und die Speedrun-Option überspringt nicht die Cutscenes. Damit. Ist für mich eigentlich relativ klar. Dass wir das soweit überspringen können, schrägstrich ausschalten können mit dem Speedrun. Okay. Schon viel besser. Dann einmal die Flucht nach oben. Und die Flucht nach hier drüben. Ja, der Crossbow macht einfach viel mehr Schaden. Und tada! Hätte ich jetzt mal nicht so dumm Damage genommen. Oh doch, wir kriegen sogar so ein Ding. Trash Cannon. Und eine Master Round. Ich lasse den da mal leben. So, Trash Cannon. Wenn ich mich nicht täusche. The more junk. Junk. Ist ein Passive Item, ja. Ja, wirkt doch soweit ganz interessant. Okay. Boss abgeschlossen. Shop. 30 kann ich mir nicht leisten. Der Silencer ist, die Trash Cannon ist auf jeden Fall echt nicht so geil eigentlich. Aber für den Crossbow habe ich nur noch 8, also werde ich es wohl behalten müssen. Wir können schauen, was wir hier noch so rauskriegen. Mehr Junk, wow. Dann einmal hier rüber. Dann sprechen wir mal schnell mit den zwei Smiley Sisters. Okay, die kann man also auch beschießen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir das nicht tun wollen, also lassen wir das. Okay. Und abwärts geht's. So. Hallo, hallo. Wie auch immer dieser Floor hieß. Oubliette. Okay.
Ja. Schlüssel. Yeah. Das können wir in die Luft jagen. Okay, ich hatte gehofft, dass wir den da gekillt kriegen. Und den da. Ja, okay. So, und jetzt würde ich sagen, haben wir fast ein klitzekleines Problem. Ja. Der nimmt davon nämlich keinen Schaden. Aber alles in allem funktioniert das eigentlich recht gut. Dang it. Leider nicht die Loots, die ich mir erhoffte. Aber noch leben wir. Tragendes Wort hier ist definitiv das noch. Ups, oder? Ja. Was genau das jetzt war, kann ich euch auch nicht sagen. So, bitte, Mr. Shopkeep, habe eine Waffe oder zumindest Munition für mich. Karte für 42. Arr. Okay. Risky Strats. Bitte nicht das R. Es ist nicht das R. Glacier. Refill your trace. Okay, 120 Schuss. Ah, dieses Ding. Okay. Das ist die coole Waffe. Oder eine coole Waffe. Die hatten wir auch schon mal. Es verlangt mich nach 4 Münzdingsies. Das waren auf jeden Fall keine 4 Münzdingsies. Zeig mir die Münzdingsies. Okay, da haben wir eine Truhe. Die merken wir uns mal vor. Abhängig davon, ob wir... Ah, der lebte ja noch. Abhängig davon, ob wir noch einen Schlüssel finden oder nicht. Unser Hund ist auf jeden Fall nicht sehr erfolgreich. Hier noch Blatt. Das waren alle. Da sind 44. Okay. Tot. Okay. Waren leider noch nicht alle. Kurzes Granaten-Intermezzo. Und wie es aussieht, so ein Fledermaus-Fuzzi. Unter anderem. Ah, jetzt aber. Okay. Wow, das ist ein ziemlich großer Raum, muss ich ja sagen. Bewaffnen wir uns noch erstmal mit dem Rusty Sidearm. Okay, unser Hund ist semi-erfolgreich. Inzwischen.
muss ich ja zugeben. Okay, nächster Block. Ist tot. Wir sind alle erledigt. Machen wir uns doch mal den Spaß und schmeißen noch ein paar Tische um. Alle-up, alle-up. Alle-up, alle-up. Ja, und das ist wahrscheinlich noch ein Tonraum. Ja, mit einer Brauntruhe. Und wir brauchen diesmal gar keinen Schlüssel. Dann machen wir doch einmal die Tür auf. Brauchen wir hierfür einen bestimmten Schlüssel? Ja, wir brauchen hierfür einen bestimmten Schlüssel. Gosh, dang you. Dann sind wir durch. 13 Schuss. Vielleicht findet man ja irgendwas Munitionsartiges. Okay, killed. Dang it. Auch hier sind alle erledigt. Okay. Und dann dürfte jetzt unser Boss kommen. Ja. Da ist unser Boss. Shop. Ye olde Shoppe. Ich hätte mir jetzt auch die Karte kaufen können, hätte sich allerdings nicht so sehr mega krass gelohnt, weil ich jetzt auch einfach darüber nachdenke, dass wir den ganzen Floor schon kennen. Was ist das? Nope! Das lief nicht wie geplant. Das lief absolut nicht wie geplant gerade. Auf jeden Fall, dass wir uns jetzt im Endeffekt eigentlich nur noch den Zugang zu den Secret Rooms kaufen. Sense of Direction, surprisingly rare. Was ist das? Okay. Scheint jetzt nicht so mega praktisch zu sein, das Tool. Ja. Bevor wir zu Blobulus gehen, noch ein letzter Check. Kostet dasselbe, läuft wahrscheinlich auch auf selbe hinaus. Keine Möglichkeit, noch irgendwo hinzugehen. Für die Map reicht's eh nicht mehr. Kaufen uns das halbe Herz und auf geht's. Okay, bis jetzt relativ gut. Die Hälfte haben wir. Der Treffer war wohlgemerkt nicht meine Schuld gerade. Bin ich zumindest fest der Ansicht, dass ich mir das einbilden darf.
shit, ich habe nur noch die Standardwaffe. Jetzt wird's haarig. Aber das dürfen wir trotzdem hinkriegen irgendwie. Es könnte zwar einen kleinen Moment dauern. Ist aber vom Prinzip her nicht unmachbar. Es sei denn natürlich, der Penner haut vor mir ab, aber auch daran kann ich ja nichts ändern. Mehr davon. Yeah! Blobulus ist tot! Lang lebe Blobulus. Okay. Key. Items. Antibody. Heals up. Oh yeah. Eher der Glacier. Ah ja, genau. Zellenschlüssel. Auf in die Zelle. Stirb, Schloss. Time to get back to work. Okay. So, und dann wollte ich mir noch das Antibiotics anschauen. Ah, okay. Also Chance, mehr zu healen, wenn wir healen. Alles klar. Nächster Floor. Alex vor und so. Wir verstehen uns. Dann mal Hallo, Chamber 2. Halbes rotes Herz kann ich nicht gebrauchen aktuell. Können wir aber da liegen lassen. Könnte in der Theorie ja noch nützlich sein. Schon gar nicht. Auf jeden Fall zumindest, wenn ich weiter so doof bin wie das gerade eben mit dem... Was da wohl passiert? Alliup, Alliup, Alliup. Du musst sterben. Du musst sterben. Ich sollte mich wahrscheinlich weniger auf eine... Oh nö. Und natürlich geht die im gefrorenen Zustand zu. Geht die im Zonenzustand gefroren. Oh, wir haben aber alle erledigt. Okay. Dann einmal hier hoch. Erwischt. Erwischt. Die können ruhig in meine Richtung kommen. Supply Drop. Das wäre ein interessantes Item, ist aber nur einmal. Schlüssel für 30. Armor für 30. Und der Prime Primer für 110, wie immer, ne? Ja. Ich werde mir erstmal noch keinen Schlüssel kaufen. Dang it. Was ich tun kann, ist mich hier runter teleportieren. Und schnell das da einsammeln. Okay, was haben wir hier? Okay, die große Spaßbremse ist ausgeschaltet. Okay, du ausgeschaltet. Und... Du ausgeschaltet. Und eine neue Blank. Zwar nicht von unserem vierbeinigen Freund, aber immerhin. Normale Truhe. Uninteressant.
Hallo, hallo. Habe ich das Schild nicht aufgehoben? Ach, scheiße, ich habe das Schild verloren. Ich bin getroffen worden, war. Verfluchter Mist. Ich wollte wissen, was das ist. Fuck. Andere Frage. Steht jedes Junk einzeln hier drin? Ja. Okay. Alle Fragen sind geklärt. Alex ist angefressen. Okay. Wieder ein Raum abgeschlossen. Ja, wieder ein Raum abgeschlossen. Mal sehen, ob hier eine vernünftige Truhe unterwegs ist. Okay. Ausgeschaltet. Ebenfalls ausgeschaltet. Boss. Das ist schon mal ein Ansatz. Mir fehlt aber noch die zweite Truhe. Wir haben einen Mannschaft. Dann ist unsere zweite Truhe bestimmt hier oben dran. Ich sollte mehr die Standard-Plorre benutzen. Okay, ein bisschen ausweichen. Erledigt. Halbes Herzding sie. Truhe. Okay, einer ist tot. Der andere ist tot. Der ist hinüber. Da ist noch so ein Vieh. Noch ein halbes rotes Herz. Cool. Volles Leben. Genau deswegen habe ich mir die Gelegenheit gespart. Zwei Keys. Heart of Ice. That's cold. Was macht das? Ah, Eisprojektile, wenn man getroffen wird. Das ist schon mal nicht ganz so geil. Und dann... Ja. Wird das jetzt ein sehr interessantes Unterfangen, um es mal so auszudrücken? Ach, komm. Ich nehme den ewigen Weg auf mich. Ich gehe zu der Truhe. Ich habe eigentlich null Bock da drauf, aber... Okay, was soll's. Als weiter. Eine Winchester. Sehr schön. Wen haben wir? Ach du. Das Doom-Monster. Okay. Entschuldigt, wenn ich gerade nicht kommunikativ bin. Dang it. Fast. Aber leider halt auch nur fast. Okay.
Der ist erledigt. Der ist am Flennen. Credits. Munition. Nice. Schlüssel. Ebenfalls nice. Der wirkt witzig. Der wirkt wirklich witzig. Drei Ws. Und abwärts. Gunpowder Mines. Es wird spannend. Es scheint mal wieder ein längerer Durchgang zu werden heute. Okay. Show me what you've got. Oh ja, dieses Ding wirkt echt cool. Upsies. Halbes Herz. Ah, cool. Hat mir ein ganzes Herz gegeben. Nice. Der Effekt von unserem einem Item, was wir da gefunden hatten. Ja. Nächste Runde Pilz. Normales Munitionsding sie. Normales Munitionsding sie. Und noch ein Pilz. Noch ein Pilz. Okay. Und Munition. Grenade Launcher. Oh yeah. Lass die Sidearm. Okay. Okay, diese Viecher sind sauätzend. Jolter. Hey, hey. Vielen Dank, Mr. Hund. Normale, beziehungsweise etwas höhere Truhe, weil blaue Truhe. Oh ja, cool. Gratis Zeug. Schwupp. Da lang, okay. No, ah, fuck. das war witzig mit dem Steckenbleiben. Okay. Da ist wieder unser Arcana Gunpowder. Ja. Und jetzt bitte einmal zurück an den Anfang. Allihop. Mission accomplished. Gut, dann wollen wir jetzt wieder zurück an den Anfang. Zwei Schlüssel für zwei Schilde und... Oder ein Schlüssel für ein... Für zwei Schilde plus Truhe. Okay. Abhängig davon, wenn wir noch einen Schlüssel finden, mache ich's, wenn nicht, nicht.
Kannst du mal stillhalten? Anscheinend kann er. Okay, da ist nur ein One-Way-Ticket. Na toll. Ich bin irgendwie unfähig, mit dem Granatenwerfer zu treffen. Der lebt ja auch noch. Noch ein halbes Herz. Wir haben einen Raum mit einer Falle. Schade, das hat nicht geklappt. Waren das alle? Nee. Jetzt waren das alle. Anderer Thronraum. Okay, also alles in allem bräuchten wir am besten 4 Schlüssel auf dem Floor. Das ist ein bisschen viel. Aber gut, schauen wir mal. Okay. Ohne Fahrkarte. Leider noch keine Schlüssel. Shop hatten wir auch noch nicht. Das wäre beinahe nach hinten losgegangen. Das ging dann nach hinten los. Das war frustrierend. Schon wieder so ein Vieh. Okay, alles erledigt. Wieder ein One-Way, da ist unser Shop. Zeigt mir 3 Schlüssel. Oder, beziehungsweise 2 Schlüssel. Werter Shop. Ja, Mist. Bin leider genau reingelaufen. Okay, wir haben anscheinend die 200 Viecher gekillt, die wir für Frightful brauchen. Also, die, ich nenne es jetzt mal Quest. Die wir am Anfang des Floors angenommen hatten. Quatsch, am Anfang des Floors. Okay, wir haben einen Key. Heavy Boots, Blanks. Da ist unsere One-Way-Trip-Karte. Da haben wir noch nicht geschaut, was wir da finden. Die Hoffnung auf einen zweiten Schlüssel ist definitiv da. Plupp. Entschuldigung, das amüsiert mich zu sehr, dass das geht. Okay. Wir bleiben beim Jolter, würde ich denken. Okay, dann ist das da links Blockner. Würde ich sagen, versuchen wir uns doch an Blockner. Blaue Truhe, grüne Truhe, grüne Truhe. Aber ich werde die 2 Schlüssel benutzen, um mir die Schildsachen hier zu holen. Eine neue Waffe.
Okay, Shop. Au. Jetzt klingeln mir die Ohren. Look out behind you. Wir fangen mit dem Glacier an, dann können wir... Blockner erst ein bisschen so verarbeiten. Verdammt. Okay. Harek. Okay, einer. Noch einer. Jetzt muss nur noch Blockner dran glauben. Fuck! Nein! Ah! Shit! Ich bin genau reingerollt. Ich war nicht schnell genug vom D-Knopf runter. Fuck! So, jetzt bin ich sauer. Und das war so eine geile Runde. Erst verliere ich den Kack-Schild, jetzt Blockner, obwohl ich den fast gekillt... Ah! Mann! Aber im Nachhinein kann ich es auch nicht ändern. Ich wollte eigentlich nur den Glacier raushauen. Mit dem Glacier wäre das kein Problem gewesen, weil das Kackding ja so einen Haufen an Projektilen zerstört. Aber jetzt so konnte ich nichts tun. Naja, dann hoffe ich, die Episode hat euch trotzdem gefallen. Ihr hattet trotzdem Spaß. Wenn dem denn so war, denkt dran, ihr könnt gerne unsere Videos liken und unseren Channel abonnieren. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade. Bye, Leute.